jetzt schauen wir mal, ob wir wirklich meerestauglich sind. Willkommen zurück zu Let's Play Go Vacation. Nachdem wir jetzt in den letzten Parts den Mystikwald und den Offroad Park so ein bisschen erkundet haben, geht es jetzt mal wieder daran, das Meer ein bisschen zu erkunden. Und zwar natürlich mit dem Jetboot, mit dem Jetski, wie auch immer. Und da möchte ich vor allem eine Stelle untersuchen, die ich hier sich irgendwo befinden müsste. Hier irgendwo gibt es nämlich auch noch einen geheimen Eingang, eine geheime Höhle, sowas in der Art. Und da habe ich jetzt vor allem mal dran gedacht, dass ich mich da mal irgendwo umschaue. Jetzt fahre ich wieder total anderswo lang, da möchte ich gar nicht hinnehmen. Also diese ganzen Sachen da links von der Insel und außenrum, das möchte ich jetzt auch alles nicht so genau erkunden. Ich wollte mich jetzt hier auf eine Sache konzentrieren, die mir da noch im Kopf geblieben ist. Hier muss irgendwo noch so ein geheimer Eingang sein, da bin ich mir mehr oder weniger schon fast sicher. Also ich bin mir sicher, dass da einer war. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo der war. Und das möchte ich jetzt herausfinden. Da scheint es gewesen zu sein. Also nicht direkt, sondern der Eingang dahin. Der müsste hier gewesen sein. Moment, war das nicht sogar, wo ich... Nee, das ist was anderes. Okay. Sprechen wir mal mit der, oder? Moment. Willkommen. Doch, das ist die, die wir im letzten Part getroffen haben. Die, da wo wir rausgekommen sind mit unserem, Quad, wo wir die geheime Route entdeckt haben. Naja, das war die. Okay. Die Höhle hier wollte ich nämlich erforschen. Und deswegen trifft es gerade ganz gut, dass wir die wieder getroffen haben. Perfekt. Ja, das müsste die Höhle sein, die ich meine. Und hier gibt es bestimmt auch nochmal irgendeinen interessanten Schatz oder sowas. Wobei das schon ein bisschen öffentlicher ist hier, weil hier tut halt auch ein Schiff lang. Ein Boot, besser gesagt. Das ist ja kein Schiff. Moment. Okay, es sah gerade so aus, als gäbe es da noch einen Weg. Aber nein, nein, nein. Da habe ich mich getäuscht. Immer alles erkunden. Hier kann überall noch was sein. Ja gut, nicht überall, aber... Ne. Kann überall trotzdem noch irgendwas sein, was ich nicht gesehen habe. Irgend so ein Schild mit einem Schatz oder so. Die werden ja zum Glück so von Weitem schon angezeigt. Sehr realistische Winden. Ach ja. Sind wir wieder am Wildhügel, allerdings diesmal im Wasser. Ja, das ist aber nicht ganz das, was ich dachte. Muss es eigentlich noch so eine Art Höhle geben? Glaube ich zumindest. Ja, fahren wir erstmal links lang. Weil da geht es wieder ein bisschen mehr in Richtung Offroad Park und sowas. Oh, Fledermäuse. Und ich weiß ja nicht, irgendwie... Sonst landen wir wieder beim Strand. Ja, so landen wir wieder bei der Wasserschlacht. Das ist auch nicht viel besser, glaube ich. Wir fahren hier mal weiter. Wobei beim Wasserfall bestimmt Schluss sein wird. Ja, ziemlich sicher. Ja, scheiße. Da werde ich garantiert nicht weiterkommen. Das wird die Sackgasse sein. Scheiße. Egal. Sind wir mal durch den Wasserfall durchgecruised. Wie weit kann ich denn bitte noch fahren, ey? Ey, mach mal ein Foto von uns hier. Nein, nicht. Es ist sehr realistisch, dass man nur noch so weit treibt dann, ja. Nee, aber es sah irgendwie so aus, als gäbe es auch noch einen Seeweg. Weil es halt auch braun war und das Wasser hier auch... Ja, das Wasser an sich nicht, aber der Boden darunter ist braun. Und schlammig und schön und keine Ahnung. Okay, das war ein bisschen steil. Gut, dann fahren wir jetzt einfach nochmal... eine Route lang. Da gab es, meine ich, noch eine versteckte, also eine richtig versteckte Höhle. Moment, da kam ich raus, okay. War ein bisschen versteckter als die jetzt hier. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Da irgendwo muss ich nämlich eigentlich noch einen Schatz gegeben haben. Aber ich muss mich vor allem auch mal um die Schätze da hinten bei dem Fallschirmsprung kümmern. Da gibt es nämlich auch noch zwei Schätze. Einen muss man auf jeden Fall noch mit dem Quad erreichen, da weiß ich ja noch nicht genau, wie ich da hinkomme. Aber den anderen kriegen wir vielleicht auch irgendwie mit dem Jetski durch das Wasser. Ich weiß es nicht. Aber wir sind ja jetzt da auch ungefähr. Also wir sind jetzt schon ungefähr bei den Schätzen. Die waren ja hier irgendwo in der Hartsteinbucht, glaube ich. Ich wollte jetzt unbedingt rüber, es klappt aber nicht. Also es klappt bestimmt, wenn man einen Anlauf nimmt, aber... Es hätte auch sein können, dass man da irgendwie wirklich... normal hoch muss zu Fuß und dann irgendwie ist was Tolles ist, keine Ahnung. Hirngespinste.
kann man ja vielleicht überall irgendwo rauf und da kann man dann irgendwie so einen Schatz oder so haben. Kann ja sein. Okay, aber die Hartsteinbucht haben wir jetzt an sich so durchcruised. Da scheint es nichts Verdächtiges auf den ersten Blick zu sein. Deswegen müssen wir vielleicht mal auf den zweiten Blick gucken. Also, wo war denn der eine Schatz? Also, hier gab es auf jeden Fall zwei dicht beieinander. Haben wir vom Flugzeug aus gesehen. Hier hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne nochmal einen Quad, weil ich die Region hier nochmal genauer inspizieren möchte. Weil ich bei der Hartsteinbucht an sich jetzt hier erstmal nichts Großartiges entdeckt habe. Also im Wasser. Hier gibt es doch bestimmt einen Quad irgendwo, da komm schon. Ich meine, es ist hier so ein komisches Pier, da muss es doch eigentlich auch einen Quad geben. Die wollen mir verdammt nochmal keinen Quad geben. Die Säge. Ja, ist ein bisschen nervig manchmal, die Sachen zu finden, aber wenn man ein Minispiel macht, hat man ja zum Glück auch immer die Auswahl, aber ich will jetzt deswegen nicht extra ein Minispiel machen. Also. Aber hier möchte ich mal ein bisschen langfahren und schauen. Da kann ich falsch entspringen. Da hinten will einer reden. Habe ich mit der Person schon geredet? Ich weiß nicht. Bestimmt nicht. Die so weit weg, ne? Okay. Verhältnis näherer, kleine Kette bekannt, blablabla. Perfekter Ort für schnelle Kurven, Sprünge und Tricks aus dem Jetboot. Okay, ja, okay. Ich will hier eigentlich mal runter. Ich finde den nie wieder, ich weiß es jetzt schon, aber... Ich will mich hier eigentlich mal genau umgucken. Weil es sieht für mich hier alles so sehr verdächtig aus. Den Weg muss ich noch wieder zurücklaufen. Jetzt schon keinen Bock drauf. Hier ist nichts. Hier ist absolut gar nichts. Na toll. Ja, das wird uns auch öfter passieren. Dass wir einfach mal Ewigkeit nach irgendwas suchen dürfen. Aber das möchte ich. Das will ich definitiv machen. Weil das Spiel auszeichnet, auf jeden Fall. In Zelda muss man auch öfter suchen. Aber halt nicht so krass. Da guckt man es dann auch eher mal nach, als jetzt hier. Wenn man bei Zelda weiterkommen will, zum nächsten Dungeon oder sowas. Und hier ist das Suchen ja quasi der Dungeon. Wenn man das so sagen möchte. Ich würde jetzt überall mal ganz gerne von Bord gehen, aber das dauert dann immer so lange. Wenn also was Verdächtiges ist, dann werden wir es schon sehen, denke ich. Auch vom Meer aus. Hoffe ich zumindest mal. Na, hier kommen wir dann aber schon wieder ganz woanders hin, wo ich gar nicht hin will. Ich will da auf. Nein, ich. Nein. Scheiße. Ja, fast auf die Fresse geflogen. Egal. Ja, gut, hier ist aber nichts. Das ist die normale Rennstrecke für die Jetboote. Wo ich aber gerade nichts hier übrig habe. Will ich gerade nicht machen. Hier ist auch nichts. Ja, ich suche jetzt mal am Strand ein bisschen nach dem Quad und wenn ich einen gefunden habe, dann werde ich da mal ein bisschen nachschauen. Ich versuche gerade eigentlich nur zurückzukommen, aber es klappt gerade nicht so ganz. Hey! Oh, ein paar Tricks hier. War schon fast ein bisschen knapp. Und im Hintergrund sieht man schön die Berge, wo wir auch noch hinkommen. Das wird auch schön. So, jetzt sind wir wieder hier. Wir dürfen den ganzen Weg hier fahren, die ganze Strandpassage entlang. Ich fahre jetzt einfach nochmal zum Fallschirmspringen und schaue, ob ich da irgendwo einen Quad finde. Wenn nicht, dann schaue ich mich halt ein bisschen weiter an der Küste da um und gucke, ob da vielleicht noch ein Minispiel ist oder irgendwas anderes Interessantes, was ich mit dem Jet aus erreichen kann. Ah, das ist ein Quad, sehr schön, sehr schön. Der ist auch ein Pier. Also ich sollte mich wahrscheinlich viel mehr porten, als ich jetzt gerade mache, aber ich will mich erstmal so ein bisschen umschauen, Orientierung gewinnen und so weiter. Und das geht besser, wenn man sich hier selber auch mal ein bisschen die Zeit nimmt und sich umschaut. Erforschung. Ein Viertel der versteckten Routen des Ressorts entdeckt. Ein Viertel?
Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass da stand versteckte Routen 1 von 1 oder irgendwie sowas stand da, glaube ich. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Also es gibt wahrscheinlich 4 versteckte Routen in jedem Restaurant. Na, sehr interessant. Aber einer haben wir immerhin schon. Das ist ja nicht schlecht. So, an der Küste wollte ich mich umschauen. Weil hier auch noch irgendwo Schätze sein sollen. Und die müssen wir natürlich finden. Sehr ganz klar. Voll totgefahren. Naja. C'est la vie. Haben sowieso keine hohe Lebenserwartung hier. Immer die Frage, ob ich hier schon mal war. Ne? Hier war ich eigentlich wirklich schon mal. Wieso wollte ich mich hier gerade mal umschauen? Passt aber auf hier, mein Gott. Er schreit hier so. Ja, hier gibt's nichts. Ja, hier komme ich wieder zum Mystikwald und dann auf einmal wieder zur Wasserschlacht. Da will ich nicht hin. Da will ich echt nicht hin. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo genau der Schatz war. Ich meine, ich habe den vorhin gesehen, aber ich habe da nicht hundertprozentig auf die Karte geguckt. Ich weiß, dass es hier irgendwo in der Nähe war. Also jetzt nochmal so ein paar Meter weiter nach unten und nach links, da in der Richtung. Aber wo genau? Ich fahre jetzt mal diesem großen Felsen da hinten entgegen. Wird dann bestimmt irgendwann draufstoßen. Oder auch diese Insel da, diese. Da, wo der Quad vorsteht, oder das Jetboot. Das ist auch so verdammt interessant. Verdammt verdächtig. Ich möchte da kurz mal mit dem Jetski rüberfahren und gucken, ob da irgendwas Verdächtiges ist, ob da ein Aufstieg oder sonst was ist. Das sieht für mich aber äußerst verdächtig aus. Nee, da komme ich nicht hoch, oder? Da komme ich niemals hoch. Hier schon eher irgendwo. Aber auch nicht. Nee. Es sieht so aus, als könnte da was drauf sein, aber da komme ich nicht hoch. Deswegen ist da, glaube ich, doch nichts. Oder ich muss noch einen Weg finden, wie ich da hochkomme. Kann auch sein. Ich will mich einfach mal ein bisschen besser umgucken, das wäre so schön. Ich könnte jetzt auch alles deutlich besser erkunden. Also einen deutlich besseren Überblick hätte ich dann vor allem. Moment, das sieht mir aber gerade verdächtig aus. Nach einer Sprungschanze. Als komme ich da auf irgendeine Insel drauf. Das möchte ich mal gerade testen. Oder auch doch nicht. Das sah gerade von der anderen Seite. Von der anderen Seite flacher aus. Nee, da komme ich auch nirgends drauf. Okay, da käme ich drauf, aber ich glaube, das ist nicht so gedacht, oder? Hier kann man auch zwischenfahren. Komme ich dahin, einfach nur hier hin. Gut. Oh, so viel zu entdecken. Und ich finde einfach mal wieder nichts. So, hier noch was. Dieser Felsen hat mir nämlich auch schon immer irgendwie gesagt, dass da was ist. Da oben war der eine Schatz. Also bei dem großen Felsen da, bei diesem großen grauen Felsen da. Merke ich mir jetzt mal. Da ist auf jeden Fall ein Schatz. Da muss ich aber definitiv irgendwie vom Offroad-Park bzw. vom Mystikwald aus hin. Also nicht von hier unten. Das ist auch auf jeden Fall auszuschließen. Ich muss also auf jeden Fall hier irgendwo hoch. Ich komme hier nicht hoch. Ne? Nee. Komme ich wieder zum Strand. Aber hier über mir, direkt über mir, ist der Schatz. Schon mal wichtig zu wissen. Ich glaube, ich fahre jetzt mal da hoch und versuche mich irgendwie an diesem grauen Stein auf der Karte zu orientieren, dass ich da irgendwie in Richtung Küste komme. Also nach oben komme und dann in Richtung Küste wieder. War nicht zu weit. Ich würde ganz gerne da hoch. Und dann komme ich ja wieder in die Richtung. Dann halt auch immer auf geheime Wege achten, die vielleicht da sind. So, hier irgendwo ist ja auch schon der Schatz gewesen. Ist bestimmt mal so eine geheime Klippe oder sowas. Womit man gar nicht rechnet. Was total Unscheinbares einfach.
Das wird 100 pro sein. Die genaue Location weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich wette, man muss sich irgendwo einfach runterfallen lassen. Ich wette es. Aber man sieht halt so wenig, das ist das Problem. Sonst würde ich mich hier auch einfach mal runterfallen lassen irgendwo. War es weiter da? Ich weiß es nicht. War das richtig? Moment. Wo bin ich hier? Moment. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war. Da hinten ist ein Schatz. Ein weiterer. Aber was ist denn hier? Ist hier gar nichts? Ich dachte, hier komme ich vielleicht auch irgendwie zum Schatz. Keine Ahnung, wenn ich mich hier jetzt fallen lasse. Hätte ja sein können. Oh Gott. Es kann jetzt Jahre dauern. Komm, wir fahren einfach direkt hier. Können wir hier hochfahren? Moment. Nee, niemals, niemals. Komm, wir fahren direkt rückwärts raus. Das hat keinen Sinn hier. Das war nicht das Rätsel-Lösung, okay. Moment. Von hier aus hatte ich den Schatz, glaube ich, gesehen. Da muss ich nochmal. Na! Da muss ich nämlich nochmal gucken, wie das so im Verhältnis zu diesem einen Weg da stand, den ich jetzt entdeckt hatte. War das doch nicht hier? Oh Mann, ich will diesen einen Schatz jetzt unbedingt haben, weil ich jetzt weiß, wo der ungefähr war. Moment, der war da hinten irgendwo, ne? Der war noch viel weiter in die Richtung. Verdammt. Ich habe ihn wieder verloren. Da! Und es sieht auch nicht so aus, als könnte man sich irgendwie fallen lassen. Also das war auf jeden Fall. Man muss auf jeden Fall noch viel, viel weiter in die Richtung. Gut, das merke ich mir. Ich will den jetzt noch haben. Am besten noch in diesem Part. Und dann kann ich mich um diese andere Insel da kümmern, wo der auch noch ein Schatz ist. Die Schätze sind ja irgendwie schon mit das Spannendste einfach, wenn man da überhaupt meistens gar nicht weiß, wie man da rankommt. Man sieht es zwar, aber man kommt nicht ran. Auch wenn das Probieren jetzt ein bisschen langweilig sein könnte, aber ich will das jetzt unbedingt schaffen, weil ich diesen Schatz jetzt unbedingt da haben will. Das sind zwar nur blöde Outfits, aber es geht um das Prinzip, dass ich das haben will. Um das Sammeln und so. Nicht um den Schatz selber. Der Schatz ist nur der halbe Spaß. Okay. Hier bin ich gerade freiwillig wohlgemerkt runtergefallen. Dass ich hier irgendwo noch runter kann. Irgendwie so eine geheime Höhle oder so, die mich dann dahin führt. Also ich glaube nicht, dass man sich hier fallen lassen muss. Das sah nämlich gerade nicht so danach aus. Dann müsste man von hier aus nicht auch irgendwie diesen anderen Schatz sehen. Genau, da hinten, den meine ich. Mann, nein, 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 nein. Wow, doch. Ich sag noch, ich glaube nicht, dass man sich fallen lassen muss. Oh, das war sehr gut, dass ich mich aus Versehen fallen gelassen habe. Es war aus Versehen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, herrlich. Wunderbar. Sehr schön. Schwimmoutfit. Das war jetzt echt Glück. Ich hatte es nämlich eigentlich nicht vor. Ich fahre jetzt nochmal da hoch. Zum tausendsten Mal. Weil ich glaube, man muss von einer bestimmten Klippe oder Schanze da abspringen. Von einer bestimmten Rampe. Um dann da hinzukommen. Ich glaube, so war das. Den will ich jetzt auf jeden Fall noch irgendwie kriegen, den Schatz. Ich muss gar nicht so weit zurückfahren. Ich denke immer, ich muss zu weit zurückfahren. Muss ich aber nicht. So, und dann direkt wieder nach oben da. So. Jetzt habe ich natürlich nicht den genauen Standort im Kopf, wie weit ich jetzt nach da hinten fahren muss. Ich fahre einfach mal ein bisschen. So, hier noch rüber und dann schauen wir mal. So. Von der Klippe, die ich nämlich da gerade schon gesehen habe, könnte das was werden. Von dieser da. Die sieht dafür geeignet aus. Sage ich jetzt mal als Laie. Auch wenn ich halt nicht mehr genau weiß, wo der Schatz ist. War der auf der Insel da? Oder war der da hinten? Ach, ich versuch's einfach mal. Ich springe jetzt einfach mal ein bisschen mit Turbo runter und schau, ob ich irgendwo lande. Tatsächlich. Nein! 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 Scheiße! Okay, aber wir haben auf jeden Fall das Rätsel gefunden. Das war mir eigentlich schon von Anfang an klar, dass es diese Schanze sein muss, weil die sah schon so einladend aus und eben. Ja, spring doch hier runter.
Aber ich hatte die Steuerung nicht total, nicht komplett im Griff. Sollte auch eigentlich nur ein kurzer Versuch sein, ob das wirklich klappt. Aber es war tatsächlich richtig. Deswegen mache ich das jetzt noch einmal, hol mir die Truhe und dann werden wir den Pfad beenden und dann schauen, was wir am nächsten machen. Wobei ich mich, ich biege mich nochmal kurz zurück zur Infotante, glaube ich, weil ich nochmal kurz wissen will, wie viele Schätze ich denn jetzt habe. Wir haben jetzt nämlich, glaube ich, dann 3 gefunden bisher in der Aufnahme. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob wir jetzt 4 oder 5 oder keine Ahnung, wie viele Schätze haben. Control! Ja, ja, komm. Du landest gut. Ja, und bremsen. Nein. Bremsen, du Arsch! Wozu drücke ich denn Z? Mein Gott. Ah. Bin ich zu weit gesprungen? Wenn man ja wenigstens mal sehen würde, wo man hinspringt, aber das kann man ja nicht. Das kann man ja einfach nicht. Also der Kamera muss ich einfach so einen richtig fetten Vorwurf machen. Die ist richtig kacke. Aber das ist damit das Einzige, was an dem Spiel kacke ist. So, Gas geben. Zum 5. oder 6. Mal jetzt hier hoch. Wegen dieser einen scheiß Kiste. Kann nicht sein. Hört sich schon wie ein Crash an, wegen der einen Kiste. Wir drehen jetzt mal hier. So viel Anlauf brauchen wir nämlich gar nicht. Das reicht. Jawohl. Ich traue mich ja schon fast gar nicht mit dem Quad weiterzufahren. Aber ich mach's mal, sonst darf ich wieder Ewigkeit nach einem Quad suchen. So, aufmachen! Jawohl. Das Tag am Strand-Outfit, okay. Habe ich doch eigentlich schon. Das sieht doch schon so ein bisschen nach Touri aus, so ein Tag am Strand. Naja, okay. Oh. Wie konnte ich denn da gerade runterfallen? Ja, ich war wahrscheinlich da drauf gelandet, aber. Die haben mich ja extra schon abgesichert. Hallo. So. Was mache ich hier eigentlich? Ich wollte mich doch porten. Da oben den Schatz haben wir schon. Das Blöde ist, die verschwinden nicht. Also, wenn man die Schätze geöffnet hat, verschwinden die trotzdem nicht. Also, wenn man da nochmal hingeht, dann steht ja auch immer geöffnet am, bla bla bla, aber. Die Schatzsymbole verschwinden leider nicht. Ja, ich bin jetzt eigentlich sowieso schon relativ nah am Infocenter, oder? War das nicht irgendwo? Bald? Ja, ja, da war es schon. Ja. Hat sich nicht gelohnt sich jetzt zu porten. Ich will nur mal wissen, wie mein Stand jetzt hier so ist in dem Ressort. Auch bezüglich der Fotopunkte natürlich, aber ich glaube, da habe ich jetzt keinen mehr eingesammelt. Das dürfte immer noch bei 5 von 7 sein. Hallo, reden. Okay. Ja, 5 von 7 Schatztruhen und 5 von 7 Fotopunkten. Zu dieser Tageszeit ist ja schon mal nicht schlecht. Ich weiß auch gar nicht, wann man überhaupt die Tageszeit auswählen kann oder ob das bei einer bestimmten Person möglich ist. Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir alles nochmal herausfinden. Ich glaube, beim nächsten Mal kümmern wir uns wirklich erstmal um den Triathlon und schauen uns danach auf jeden Fall mal ein bisschen bei den Inseln da hinten um, wo ich jetzt da so ungefähr drauf schaue auf diese Region da auf der Karte. Wo auch diese Lücke da zwischen der Insel da ist. Da irgendwo müssen wir uns mal genauer umschauen. Da haben wir uns nämlich nämlich noch gar nicht richtig umgeschaut. Vor allem auch bezüglich Schatztruhen. Schauen uns dann vielleicht auch nochmal, tun uns nochmal hier so eine Rundreise an. Vor allem da hinten über den ewigen Strand und sowas, damit wir da noch ein bisschen Überblick bekommen über Schatztruhen und sowas. Ja. Und dann schauen wir uns auch mal an, ob wir irgendwie die Tageszeit jetzt ändern können oder so. Wenn wir natürlich dann alles haben, irgendwie Fotopunkte und sowas. Das ist erstmal mein Ziel, also die Schatztruhen und die Fotopunkte. Die will ich eigentlich in jedem Ressort auf jeden Fall erstmal selber finden. Ich gucke das bestimmt auch irgendwann mal nach, wenn es dann zu lange dauert, aber erstmal will ich versuchen, das selber zu finden. Was mit den geheimen Routen ist, dann schauen wir da mal. Die hätte ich auch alle mal, aber weiß ich gar nicht mehr, wo die alle sind. Die gucke ich bestimmt auch irgendwann mal nach. Aber erstmal geht es jetzt dann mit folgendem Plan weiter. Also was heißt mit folgendem? Mit dem, was ich gesagt habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin. Tschüss.